Willkommen bei Raira. Heute geht es um das Thema Bertram. Bertram gehört zu den Korbblütengewächsen und wird auch Speichelwurzel oder Zahnwurzel genannt. Dabei handelt es sich um eine etwa 50 cm große, krautartige Pflanze, die optisch der Kamille ähnelt, jedoch eher scharf schmeckt. Bertram enthält Pyrethrin, Alkylamide, Harz, ätherische Öle, Gerbstoffe, Inulin und Polysaccharide. Die Wurzel der Pflanze, vor allem auch als Gewürz verwendet, findet unter folgendem Anwendung: Zahnschmerzen, Trockenheit im Mund, schleimlösend, verdauungsfördernd und eine bessere Nährstoffresorption, magenstimulierend, gegen Verstopfung, entgiftend, immunmodulierend, nervenstärkend, Schlaflosigkeit, Angstzustände, Herzprobleme und tatsächlich noch viel mehr. Also ein sehr großes Spektrum. Ja, das ist schon alles sehr faszinierend, aber Bertram ist auch bekannt dafür, kraftsteigernd zu wirken. Und ihr wisst ja, wir suchen immer nach dem bestmöglichsten Testosteron-Level. Also, Tierversuche mit Ratten, denen 28 Tage lang entweder 50, 100 oder 150 Milligramm des Extraktes pro Kilogramm Körpergewicht gegeben wurde, konnten Folgendes nachweisen: Anstieg des Körpergewichts, Anstieg des Serumtestosterons, Anstieg des luteinisierenden Hormons und Anstieg des follikelstimulierenden Hormons. Zudem mehr Spermien. Bertram wird eine androgene Wirkung zugesprochen. Es gab dann ähnliche Studien, wieder mit Ratten, mit gleichen oder ähnlichen Dosierungen, die diese Wirkungen bestätigen. Yay! Yeah. Aber am Menschen gibt es dazu leider noch keine Studien. Die Dosierempfehlung beträgt ca. 10 Gramm am Tag, das kann man über den Tag verteilt nehmen. Aber Achtung, es werden auch andere Pflanzen als Bertram bezeichnet, wie Schafgarbe, Estragon oder Baldrian. Diese wirken aber anders. Faker. Haltet deshalb stets Ausschau nach dem einzig wahren Bertram Anacyclus Pyrethrum. So, und noch was. Für einen alkoholischen Auszug kann man 200 Gramm Pulver in 1 Liter Rotwein mischen und diesen dann eine Woche stehen lassen. Danach aufkochen und absieben. Jetzt ein Schnapsglas der Flüssigkeit am Tag trinken und happy day. Also, kann man machen, muss man aber nicht. In diesem Sinne war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.